Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, es ist Freitag 16 Uhr. Ich muss kurz nachdenken. Ach, Leute, Naruto-Zeit. Wir sind bei Naruto angekommen, Freunde. Folge 15, ich freue mich sehr drauf. Und ich weiß, der Uploadplan hat letzte Woche noch nicht gut funktioniert, aber ihr dürftet jetzt schon gemerkt haben, dass diese Woche um einiges strukturierter war und auch geklappt hat mit den Zeiten, weil ich einfach mal ein bisschen was im Vorhinein aufgenommen habe. Gibt es sowas? Tatsächlich, ja. Leute, deswegen sind wir jetzt hier bei Naruto Staffel 1, Folge 14 angekommen. Für alle, die sich fragen, Bruder, Folge 15, sorry, Folge 15. Für alle, die sich fragen, Bruder, ich habe jetzt hier nur deine billige Scheiß-Facecam. Wie zur Hölle kann ich denn jetzt hier das wunderbare Naruto mit dir genießen? Freunde, ganz einfache Antwort. Regie, können wir kurz umschalten? Danke. Ihr habt jetzt hier, mein Video ist jetzt eins von Mois. Stellt euch vor, das ist meine Naruto-Reaction, die ihr gerade guckt. Doppelrechtsklick, Freunde. Bild im Bild und schon ploppt hier unten unter meiner Facecam das Video hier in klein auf. Das könnt ihr beliebig groß und klein ziehen, wie ihr wollt. Dann klickt ihr hier auf Netflix oder auf euren Streaming-Anbieter, worum ihr schaut, Freunde. Zack, hier drauf. Habt meine Facecam, packt sie oben rechts, unten rechts, oben links, unten links hin oder auch in die Mitte, whatever. Und dann werde ich gleich, wenn ich hier Naruto bei mir schaue, auf Play drücken und dann habt ihr ganz easy einen vorwärts und einen rückwärts laufenden Timer, dass ihr easy peasy Lemon Squeezy mit mir zusammen die Folge schauen können, Freunde. Easy Konzept. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange und schaut rein bei Naruto Staffel 1 Folge 15. Falls ihr die restlichen Folgen sehen wollt, oben im i eine Playlist verlinkt mit allen Folgen von Naruto. Und dann würde ich sagen, ballern wir los, Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es geht los. Die Folge geht 23 Minuten und 24 Sekunden. Wir schauen rein, Freunde. Ich drücke auf Play in 3, 2, 1. Nice. Das Ding ist, so langsam geht es halt auch wirklich voran mit dem Story, mit der Background und so. Fühle ich, muss ich sagen. Jedes Mal die Kameraführung bei diesem Fighting sieht irgendwie so geil aus im Intro. Sieht echt awesome aus einfach. Wir haben tatsächlich letztes Mal auch an einer geilen Stelle aufgehört, fällt mir gerade ein. Mitten im Fight. Er hat ganz viele Doppelgänger, Bro. Ergründen. Das ist echt heftig. Belastend, Alter. Ja, Mann. Ich liebe halt seinen Ehrgeiz und so das, für das er kämpft. Er kämpft aus dem Herzen raus.
Ja. Wie gesagt, ich kann Haku verstehen. Ich kann ihn verstehen. Ich kann ihn voll verstehen. Er wurde auf den falschen Weg geleitet. Einfach ganz easy. Ich kann es ihm nicht übel nehmen, ganz ehrlich. Er hat recht, er kann da nichts für. Er wurde falsch beeinflusst, einfach von der falschen Person zur falschen Zeit. Deswegen bin ich gar nicht mad oder so. Genau, mach das doch einfach mal. Ey, Sakura, Bro. Krass. Mit dem Gekigenkai. Halt wie ein Roboter zu kämpfen. Ist cool, die Gedankengänge von Kakashi so zu sehen. Das ist fucking cool. Das Sharingan. Ja und? Hä? Tu es einfach, Bro. Was passiert? Das war schon längst ein Doppelgänger, Leute. Krass. Er stellt Haku über sich selbst. Das ist heftig. Das ist heftig. Krass. Immer voll ins Auge direkt, Bruder. Krank. Heftig, wirklich. Krass. Glaube ich, Alter, das glaube ich.
Krass. Die Frage ist, ob Naruto vielleicht wirklich gegen ihn was ausrichten kann. Jetzt schafft Sasuke es. Er benutzt das Wasser, um die Bewegungen zu spotten von Haku. Und dann beim nächsten Mal. Ja. Vielleicht kann er den nächsten Move voraussehen. Ich bin gespannt. Ja. Gänsehaut, Alter. Ja. Ja, natürlich. Was? Ja, Sakura wieder. Huh, macht nichts. No way. Oh, ich weiß nicht, was ich glauben kann und was nicht, Leute. Mein Gehirn. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Mann. Das Ding ist, die beiden haben Taktik. Und Haku ist, glaube ich, nur ein stumpfer Kämpfer. Aber geht vielleicht.
Er ist auch viel zu selbstsicher. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Er hat auf jeden Fall einen Hit gehabt, ja. Okay. Das war jetzt ein bisschen fies. Und der Schätze niemals Kakashi. Ja. Okay, selbst wenn es so ist, er darf Kakashi nicht unterschätzen. Das ist der größte Fehler, den er gerade macht. Er denkt, er hat jetzt Kakashi an den Eiern, aber hat er nicht. Glaube ich nicht. Okay, schlau von Sabusa. Boah, fucking schlau von Sabusa. Boah, das hat sich fucking krasser gehört, Alter. Das ist unmöglich. Die sind ein gutes Team. Ja. Die sind ein gutes Team. Die müssen nur als fucking Team arbeiten.
Okay, gut. Er denkt, es war ein Zufall. Er denkt, es war ein Zufall. Ehre. Ja, jetzt kommt er raus. Es kommt alles auf diesen Moment an. Oh nein. Mission failed. Boah, das ist aber episch, dass sie beide jetzt so Teamgeist haben und beide Bock haben. Leute, Sasuke ist ein fucking Ehrenmann, Alter. Pfeil ins Knie, Leute. Akupunktur, Bruder. Nicht mehr lange, Bruder. Das ist gerade das schwächste Glied, weil nur fucking Sakura da ist. No offense gegen sie, aber sie ist vielleicht nicht die geskillteste. Wen hat's erwischt? Wen hat's erwischt? Wen hat's erwischt? Freunde, das ist die Folge natürlich zu Ende. Wen hat's erwischt? Okay, warte, warte, warte. Kakashi hat sie noch geportet. Vor dem Brückenbauer. Zabuza hat zugeschlagen und hat gesagt, zu spät. Mit zu spät meint er. Was? Meint er entweder, zu spät, du kannst diesen Schlag nicht mehr abwehren und ich habe jetzt dich, Kakashi, getroffen. Oder meint er mit zu spät, weil. Er könnte aber zu spät auch meinen, dass Kakashi den Schlag nicht mehr blocken kann und jetzt entweder der Brückenbauer und oder Sakura den Hit abbekommen haben. Aber ich glaube, Kakashi hat den Hit abbekommen. Ich glaube, Kakashi hat den Hit abbekommen und Sakura hat nur deswegen geschrien wegen Kakashi. Ich glaube, Kakashi hat den Hit abbekommen, Freunde. Ich glaube, Kakashi hat den Hit abbekommen. Ich glaube, Kakashi hat den Hit abbekommen. Von allen drei wäre das das realistischste, denke ich. Ich glaube nicht, dass der Brückenbauer einen Hit bekommen hat und Sakura kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen denke ich, Kakashi hat den Hit abbekommen. Freunde, wir werden die Antwort tatsächlich in weniger als 24 Stunden sehen. Morgen um 16 Uhr hier bei der neuen Folge. Ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt. Ich glaube aber echt, Kakashi hat den Hit abbekommen. Scheiße, Mann. Aber ich muss sagen, die Folge war echt cool. Also, ihr habt geschrieben, ab Folge 13, 14 geht's richtig los. Und das merkt man auch. Das merkt man. Es geht jetzt echt. Es macht richtig Bock, Alter. Es macht richtig Bock. Langsam haben wir so. Folgen, die sich nicht so lang anfühlen, sondern es passiert sehr viel. Wir haben immer so ein bisschen Background, kleine Flashbacks irgendwie. Und es macht irgendwie Spaß. Die Charaktere sind cool. Ich mag Haku. Ich mag Zabuza. Sind sehr interessante Bösewichte in diesem Fall, die man auch ein bisschen verstehen kann. Haku zumindest. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann natürlich morgen um 16 Uhr hier zu der weiteren Folge von Naruto, wenn wir sehen, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt und würde mich über einen Daumen nach oben in den Kommentar sehr freuen. Bis dahin, Freunde, bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.